macht keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Ich glaube, das kannst du auch recht gut, hä? Mach's gut, Jill. Oh. Das würde ich echt gern klauen. Ja, aber so schlecht war man nicht. Wir sind nur einigermaßen ausgerüstet. Carlos, hier Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Nein. Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Ach, komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß und... Danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich! Gibt's da was? Nein. Ich bekomme jetzt nichts nach so einem Kampf? Ach, come on. Wie praktisch. Wir haben drei verletzte Zivilisten gefunden. Transportieren Sie jetzt zum Spencer Memorial. RPD-Zentrale. Hier spricht 153. Ich bin im North Garden mit drei Zivilisten eingesperrt. Westseite, Cafeteria. Also, es gibt nur ein paar. Einer von uns ist verletzt und bewegungsunfähig. Was soll ich tun? Da unten gibt's nix, oder? Oh, vielleicht ist was versteckt. Muni, Heilung, etc. Ah, siehste? Hochwertiges Schießpulver. Ist das Leon? Was wir jetzt da gehört haben über den Polizeifunk? Oh, da ist einer! Für was auch eine Taschenlampe verwenden, ne, wenn's dunkel ist. Ich fahr. Lass mich raten, das ist da drin. Oh yeah. Dankeschön. Danke. Solche Sachen nehmen wir gern. Halbautomatische Laufflinte. Spezialzubehör für die M3-Flinte. Die halbautomatische Mechanik ermöglicht eine höhere Schutzfrequenz und eine verringerte Streuung. Nein. Kombinieren. Oh yeah. Oh. Natürlich braucht es da mehr Platz. Oh. Das ist B, ne? Mhm. Schießpulver. Kombinieren. Dann kann ich das hier mitnehmen. Ich weiß aber nicht, ob ich Brandgranaten möchte oder normale. Mir sind die normalen schon fast lieber. Halt! Mist, Jill! Kendo, dir geht's gut. Gut, ist übertrieben.
Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Oh no. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Ja. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Ich glaube, das kannst du auch recht gut, hä? Mach's gut, Jill. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden, okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Okay. Verstauen. Speichern. Sehr, sehr wichtig. Final Fantasy aktualisiert. Wieso? Okay. Ich kann jetzt da lang gehen. Hätte ja drüber klettern können. Wäre jetzt kein Problem gewesen. Oh ja. Ich sehe doch nichts. Mann. Geh rein. Da will man anvisieren. Und dann kommt so eine Rotze. Da sagt man halt die Rückweg. Rückwand. Ich habe nichts ausgerüstet. Haha, Checkpoint Charlie. Wusste dich's doch. Au. Ah ja, Knarre wird besser. Oh Gott. Frage, gibt's da mehr von denen? Also von den Wackelpuppen meine. Ich brauche einen Dietrich. Soll das heißen, ich muss nochmal zurück. Wegen den Dex. Rex Dietrich. Och, geil. Jetzt geht doch.
Okay. Gib mir diesen Dietrich. Manometer. Wo ist er? Hier. Vielen Dank. Pistolenmuni. Bräuchte auch mal wieder langsam. Gut, wir hätten noch einiges an Schießpulver. Wahrscheinlich kriege ich jetzt dann das, ne? Und zwar weniger, weil ich verbraten habe. Oh, yeah. Danke. Das hat sich gelohnt. Sieht schon wieder so komisch aus alles. Das würde ich echt gern klauen. Ein Raketenwerfer? Echt jetzt? Weg. Carlos, ich brauche Hilfe! Jill, alles klar? Carlos, das Monster verfolgt mich wieder! Willst du mich verarschen? Dachte, er ist tot! Ich auch. Okay. Das gehört sich so. Gibt's da was? Nein, okay. Doch. Das nehmen wir mit. Gott, das ist auf der falschen Ding, das gehört daher. Direkt zu euch? Schon okay. Vertrau mir. Da brennt's. Da ist versperrt. Und da komm ich. Okay. Ach, da kann ich runter. Okay. Welch ein Zufall. Oh oh. Das ist verrückt. Tschüssi. Falsche Richtung, oder? Ah, doch.
lang! Jo, ich komme! Warum können wir nicht so schnell rennen? Okay, den zweiten Ding haben wir dann wahrscheinlich übersehen, ne? Den Juwel für die Uhr. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Ey, da hat mir wer die Schreibmaschine gemopst. Ihr Schweine. Jetzt hätten wir zumindest dann noch was geben können. Und ich sag's immer noch, ich will immer noch solche Poster haben. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Warum? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Ich glaube einfach, dass du draufgehen willst, hä? Oder sie wollen dich draufgehen lassen. So wird's eher ein Schuh draus. Da liegt nichts. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein. Die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bark finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge. Sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Und der Blick, ne? Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt! September. Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Oh oh. Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Nein! Runter von meinem Zug, Dreckskerl! Oh, Nikolai. Nein, nicht Nikolai. Nikolai ist ja der andere da. Blödmann. Ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Nee, so
Anne ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Okay, wir halten klaren Kopf, Romeo. Was haben wir denn alles? Messer, Pistole, Sturmgewehr. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Was gleich? Brad, halt! Die! Oh, Brad! Komm schon, Mann! Nicht du auch! Tut mir leid! Tut leid! Mist, verschlossen! Bleib bei der Tür! Ich erledige den hier! Komm doch her! Alter. Ex-Sternchen, oh ja. Brad Vickers. Er gehört zu Stars. Das könnte nützlich sein. Alter, ihr Sturmgewehr ist voll für den Arsch. Gibt's da was? Jemand keine Zeit, die anzuziehen. Ist es Leons Spind? August macht es draußen. Nimm doch. Tut mir leid, Kumpel. Ja, da ist er ja. Das wäre auch so ein geiles Poster, ne, als Merch. Mit Brad Vickers. Das wäre cool. Wir haben ja ein Messer. Ein rotes Kräuterchen. Ich glaube, alles, was wir dann an Heal in Kiste ablegen oder so, bekommt Chill, oder? Deswegen müsste man wirklich sparsam sein. Wo ist jetzt der Joseph hin? Das hört sich doch schon kacke an. Da liegt nichts, okay. Kann ich das aufmachen? Nein. Wäre vielleicht auch gesünder. Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Keep out! Carlos, sieh dir das an! Ja, gleich. Das Stars-Büro gefunden. Alter, gibt's da gar nichts Carlos, für uns, oder weh? Beweg deinen Arsch hierher! Ja! Lass mich doch! Gefälligst looten. Bereich ist sicher. Gibt's da hinten was? Na, ist bloß eine Palme. Siehst du, was da alles liegt? Andere Seite müssen wir natürlich auch gucken. Boah, shit.
Da gibt's aber jetzt dann Licker, oder? Die finde ich nicht geil. Da gibt's nichts, okay. Schade. Hätte ja sein können. Okay, Joseph. Was willst du von mir? Was ist denn so wichtig, mein Kumpel? Ist da vielleicht noch was? Nein. Ach. Haben Sturmgewehr gefunden. Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey, sei vorsichtig. Ja, du auch, Mann. Na toll, ich soll wieder den harten Job machen. Untersuchen. Eine Karte für Polizeibeamte des RPD, Special Technicians Rescue Service, Alpha Team, Unterstützung Brad Vickers. Was haben wir da drin? Nothing. Okay, einmal. Combination. Und? Würde ich hier speichern? Und dann machen wir das nächste Mal weiter mit einem kleinen Ründchen Resident Evil 3 Remake. Und bis dahin, macht's es gut. Ciao.